Es war ein anstrengender und schneller Marsch. Jetzt merkten wir auch, dass in den letzten Tagen des Kampfes viel von uns gefordert worden war. Wir kamen an einen Punkt, wo der Körper seine Grenzen aufzeigte. Über Feldwege und kleine Waldstücke schlugen wir uns durch. Die Front war scheinbar überall in Bewegung. Wir mussten aufpassen, dass wir nicht plötzlich von britischen Spähpanzern überrascht werden. Auch unsere eigenen Truppen waren eine Gefahr, wenn auch nur minimal. Ein unaufmerksamer MG-Schütze kann schnell mal so eine kleine Truppe wie uns aufs Korn nehmen. Wir machten nach zwei Stunden eine kurze Rast. Ich verglich die Karte mit unserem Weg. Noch zwei Kilometer. Dann müsste die letzte Auffangstellung kommen, die dann hoffentlich durch die Pack als Riegelstellung gesichert werden würde. Ich hoffte auf das Versprechen der Packmänner, dort zu sein. Wir schlichen durch einen trockenen Abwassergraben. Ich spähte immer wieder aus dem Graben heraus und versuchte, mich mit dem Fernglas zu orientieren. Auf dem Hügelkamm mussten die Stellung sein. Sicherlich so gut getarnt, dass die nicht zu sehen waren. Ich sagte den Männern, dass es nicht mehr weit sein konnte und wir noch abwarten werden, ob wir irgendwo dort oben Bewegung sehen konnten. Dann war Motorenlärm zu hören. Panzermotoren, auf jeden Fall. Da kamen sie auch. Aus nördlicher Richtung kamen mehrere Panzer angerollt. Von der Breite von 1000 Meter brachen die Feinpanzer aus den Hecken heraus. Es war bestimmt die Panzereinheit, welche auf unserer Flanke unsere beiden Panther abgeschossen hatte. Schlechte Zeit für einen Angriff, denn nun saßen wir fest. Aus dem Graben konnten wir nicht heraus. Die würden uns sofort sehen. Zu unseren eigenen Stellungen konnten wir auch nicht. Was tun? Rudolf kam angerobbt. Wo warst du denn? fragte ich ihn und schaute in sein staubbedecktes Gesicht, auf dem die Schweißperlen langsam an den Wangen herunterliefen. Da ist ein großes Abflussrohr, keuchte er. Da können wir rein und die Sache aussitzen. Wie weit? wollte ich wissen. Knapp 50 Meter weiter und ordentlich bewachsen die Ecke, sagte er noch. Los, zischte ich die Männer an, und sie krochen wie der Teufel zu dem Rohr. Ich schaute nochmal nach hinten, und die Feindpanzer waren schon auf 500 Meter ran. Wenn dort oben die Packstellung sein sollten, dann würden die kürzer anfangen zu feuern. Der Lärm wurde immer mehr, und dann zerrte jemand an meinem Ärmel. Komm schon, Peter, brüllte Rudolf, die schießen uns hier noch zu Klump. Er hatte recht, wir mussten los. Ich steckte das Fernglas in meine Tasche und robbte los. Die Männer waren schon im Rohr verschwunden und Rudolf schob sich dann auch noch fix hinein. Ich blieb noch draußen. Hier war ich nicht so einfach zu sehen. Ich riskierte nochmal einen Blick über die Kante und dann peitschten die ersten Abschüsse unser Panzerabwehrkanonen über den Acker. Also doch, die Stellungen waren dort angelegt. Aber die Briten waren auf der Hut. Sie fuhren im Zickzack, abstoppen, schießen, decken, Vorrücken. Das waren keine Anfänger. Die wussten, was sie machen. Dann setzte auch noch Artilleriefeuer ein, und die deutschen Stellungen wurden behagt. Das wird sicherlich noch eng, dachte ich mir. Dann sah ich einen Jagdpanzer der Briten am Rande unseres Grabens nach vorne ziehen. Der will sicherlich in eine gute Schussposition kommen, ist aber eigentlich schon viel zu weit vorgestoßen. Ich musste nun auch weg von meinem Logenplatz. Schnell war ich auf dem Boden und schob mich rückwärts in das Rohr hinein. Weiter, rief Rudolf, hier ist noch Platz. Es wurde immer dunkler und ich war schon drei Meter von dem Eingang des Rohres weg. Da fing der Jagdpanzer an zu feuern. Schuss um Schuss jagte der sicherlich in die deutsche Stellung. Das ging noch minutenlang so weiter, ich hielt mir die Ohren zu, da die Druckwelle der Kanone immer wieder in unser Abflussrohr schlug. Dann gab es einen Schlag, die Erde zitterte und eine starke Explosion ließ alles um uns herum wackeln. Dann noch ein Scheppern und der abgerissene Turm des Jagdpanzers schlug in den Graben ein. Im nächsten Moment war es dunkel. Rudolf schrie durch das Rohr und wollte wissen, was da nun gewesen war und warum kein Licht mehr hereinfiel. Ich sah schemenhaft, dass der Turm des Panzers direkt vor dem Rohr lag. Wir müssen nachher auf der anderen Seite raus, sagte ich. Hier ist alles dicht. Das wird nix, schrie Rudolf, da ist ein Gitter vor. Na, dann stemmt das auf, sagte ich, wird schon irgendwie gehen. Haben wir schon versucht, ist eingemauert. Ohne Brecheisen Eisen werden wir da nichts. Verdammt noch eins. Also gut, Ruhe bewahren. Wir warten jetzt erstmal ab, was draußen noch passiert. Es mögen zwei Stunden vergangen sein, dann wurde es draußen wieder ruhiger. Ich wartete noch weitere 30 Minuten, bevor ich nach vorne robbte. Entweder war der Kampf vorbei. Die Packs alle zerstört und der Feind ist vorgerückt oder die Angreifer wurden zurückgeschlagen und wir sind im Niemandsland. Dann machte ich mich auf und koch los. Der Eingang war nicht ganz zu. Der Turm vom Feindpanzer lag schräg im Graben und eine leblose, halb verbrannte Gestalt war unwirklich verdreht vor dem Eingang. Ich konnte die Uniform nicht zuordnen, dafür war zu viel verbrannt und zerrissen. Der Gestank von verbranntem Fleisch drang in meine Nase. Sicherlich würden wir hier irgendwie wieder rauskommen aus dem Loch, aber erstmal mussten wir an dem toten Soldaten vorbei. Ich versuchte liegend mit den Händen voraus den Körper zu bewegen. Das war schon sehr schwer, und auch das Blut und die Leichenteile machten es nicht einfacher. Meine Kameraden wurden ungeduldig und riefen vorsichtig in meine Richtung, wie denn die Lage wäre. Nicht gut, gab ich zurück, scheint so, als ob wir uns durch den toten Körper herauswinden müssen. Ich wog die Situation ab. Entweder wir warten ab und die Bergungsmannschaften kommen, also die Tommies, und kassieren uns ein, oder wir müssen alle durch die Reste des Panzersoldaten hindurch. Ich erklärte es den Männern. Die waren nicht begeistert, aber ein Messer wurde durchgereicht, und ich begann die furchtbare Arbeit, uns den Weg freizuschneiden. Es war fürchterlich, Muskeln und Sehnen zu zerschneiden. Der Geruch, der mir entgegenschlug, und das restliche Blut, das meine Arme entlang lief. Nach zwanzig Minuten hatte ich so viel Platz geschaffen, dass man irgendwie herauskommen konnte. Ich reichte das blutverschmierte Messer nach hinten und versuchte mein Glück. Auf dem Rücken liegend schob ich mich in den Leichnam hinein und hindurch. Ich presste die Lippen fest zusammen und versuchte so wenig wie möglich durch die Nase zu atmen. Dann, nach einer schier unendlich langen Zeit, hatte ich mich herausgezogen. Es dämmerte schon, und ich konnte im Graben hockend meine blutige Uniform erkennen. Dann sah ich Rudolfs Hände unter dem Körper hervorkommen. Die nahm ich und zog ihn so schnell ich konnte heraus. Rudolf half den anderen beiden noch, und dann waren alle draußen. Ich musste mich übergeben. Die restlichen Männer des Jagdpanzers lagen auch in Stücke gerissen im Graben oder auf dem Grabenrand. Die Eingeweide verteilt und die Därme zerrissen. Unbeschreiblicher Geruch lag über der Szene. Ich wollte nur noch weg. Die Panzerwanne stand noch weiter hinten. Der Turm im Graben zeigte mit dem Geschützrohr gen Himmel wie ein Mahnmal der Schlacht. Als wir uns wieder einigermaßen gesammelt hatten, Beratschlagten wir, wie es weitergehen würde. Also war der Angriff zurückgeschlagen worden. Überall rundherum standen noch qualmende Panzer der Alliierten. Nun mussten wir uns zu den eigenen Linien durchschlagen. Wir machten uns auf den Weg und alle 50 Meter blieben wir stehen und lauschten. Nach einer knappen Stunde hörten wir dann deutsche Stimmen. Wir gingen in Deckung und ich rief vorsichtig den Posten an. Panzerbesatzung mit vier Mann, rief ich in die Richtung der Stimme. Es wurde still. Dann kam Parole. Ich rief zurück: Haben wir nicht? Wir waren die letzten Tage als Nachhut eingesetzt. Die Stimme wurde wieder laut. Gut, einer kann herkommen, Hände hoch und langsam. Ich stand vorsichtig auf und ging auf die Stimme zu. An der Kante von einem Schützenloch blieb ich stehen. Zwei Mann waren dort in einer gut ausgebauten Stellung, aber nur schemenhaft zu erkennen. Ich sagte Dienstgrad, Name und Einheit. Der ältere der beiden nickte und nahm sein Gewehr runter. In Ordnung, Herr Oberleutnant, lassen Sie Ihre Leute herkommen. Ich rief Rudolf an, reinzukommen und die anderen mitzubringen. Als alle in dem Loch waren, wurden wir kurz angewiesen, wo es zurückgeht, und dann machten wir uns vorsichtig auf den Weg. Ich bekam noch die Parole mit und los ging es. Wir stolperten durch Büsche und über einen Acker zu einer kleinen Lichtung. Dort standen einige Fahrzeuge, gut abgetarnt, und ein paar Männer unterhielten sich. Ein Hauptmann sah mich und winkte mich zu sich. Scheinbar der Kampfgruppenführer. Ich meldete mich und im Schein der abgeblendeten Taschenlampe musterte der andere Offizier mich. Meine Güte, wie sehen Sie denn aus? Ist das alles Blut? Sind Sie verletzt? Ich winkte ab und erklärte kurz, wer ich war, was passiert sei und wie wir in diese Lage gekommen waren. Er pfiff gleich einen Obergefreiten ran und gab einen Funkspruch auf. Er sagte dann Funkspruch an das Hauptquartier: Nachruten, der Panzer leer, ohne Panzer zurück. Dynamische Verzögerungsgefechte können nicht mehr geführt werden, keine eigenen Truppen mehr hinter Punkt Anton. Ich hob die Hand und meldete, dass wir noch unseren Fahrer und acht SS-Männer draußen hätten, die müssen wir unbedingt noch holen. Er lächelte mich an und zeigte auf ein paar kleine Hütten am Rande der Wiese. Meinen Sie die Kameraden vom Panzervernichtungstrupp? Die kamen vor zwei Stunden hier an mit einem Panzermann im Schlepp. Ich freute mich, die Teufelskerle hatten es alleine geschafft. Ich meldete mich beim Hauptmann ab, nahm meine Männer mit und wir gingen rüber zu dem Schuppen. Der Unterschaffführer sah mich kommen und schaute ernst zu mir rüber. Dann sagte er etwas strenger als ich es eigentlich erlauben würde. Wo war der Wagen? Wir sind gerade erst angekommen, wurden aufgehalten, erklärte ich schnell. Er verstand die Lage und auch, dass wir niemanden geschickt hätten. Dann sagte er, dass in der alten Stellung noch ein paar Panzer auf Minen gefahren seien. Zwei weitere hätten sie noch abgeschossen, dann hatten die Briten die Nase voll und dann haben sie sich zurückgezogen. Den Panther im Haus haben wir gesprengt und dann sind wir losmarschiert. Aufgrund der vorrückenden Panzer auf der Flanke sind wir weiter nach Westen ausgewichen und trafen einen Pioniertrupp, der eine Straße vermiente. Die haben uns dann gleich eingesammelt und hier abgeliefert. Ich freute mich auch, unseren Fahrer wiederzusehen und ich wollte jetzt nur noch zurück zu meiner Kompanie. In der Nähe der Lichtung war ein kleiner Fluss, und wir machten uns erstmal auf, den gröbsten Dreck abzuwaschen. Die Männer sprangen dann einfach in das brusttiefe Wasser, in Uniform mit Schiffchen, ganz egal, der Dreck und das Blut musste eh runter. Ich stand am Rand und überlegte, ob ich das wohl auch machen sollte, aber trockene Wäsche brauchten wir schon. Einer der Feldwebel der Packtruppe meinte, da wären noch ein paar Beuteklamotten der Amerikaner, die können wir erstmal nehmen. Ich suchte fünf Hosen und Jacken zusammen und war auf dem Weg zurück zum Fluss. Dann wurde es plötzlich taghell, Christbäume fielen, und ich wusste, was nun kommen musste. Ich nahm die Beine in die Hand und lief los. Schon hörte ich das Pfeifen, und die ganze Welt schien in einem Inferno aus Explosionen und herumfliegendem Dreck unterzugehen. Dann wurde ich wie von einer Riesenfaust in die Luft gehoben, und dann wurde alles schwarz. Irgendwann hörte ich dann Stimmen. Vorsichtig versuchte ich die Augen zu öffnen. Helles Licht durchflutete den Raum. Es schmerzte so und ich schloss die Augen wieder. Mein Mund war trocken und dann kamen die Schmerzen. Der Schädel dröhnte und ich merkte, dass ich auf der Seite lag. Ich versuchte mich zu drehen, aber es ging nicht. Oh Gott. Ich hoffte nur, dass ich nicht gelähmt war oder irgendwelche Gliedmaßen eingebüßt hatte. Wieder versuchte ich die Augen zu öffnen, und dann konnte ich schon etwas mehr sehen. Ein Krankenzimmer. Noch weitere Betten standen in dem Raum. Ich drehte vorsichtig den Kopf. Noch drei Betten mit anderen Männern drin. Alle mit Verbänden um Kopf und Beine. Da hörte ich den einen sagen Der Panzermann ist endlich wach, die alte Schlafmütze. Die gleiche Stimme rief dann auch nach der Schwester. Kurze Zeit später stand eine Dame an meinem Bett und fragte nach meinem Befinden. Ich konnte das Gesicht nicht erkennen, aber die Stimme klang jugendlich. Wo bin ich, wollte ich wissen. Sie sind wieder im Reichsgebiet, ein Krankenhaus in der Nähe von Fallingbostel. Meine Männer, fragte ich dann gleich. Die vermeintlich junge Dame antwortete dann nur noch, dass der Arzt nachher nach mir schauen würde und ich weitere Fragen lieber ihm stellen sollte. Schöner Mist, dachte ich bei mir. Eins noch, bat ich sie flehend. Ist alles noch dran? Ja, sagte sie dann, alles ist da, wo es sein sollte, sprach's und ging. Ein Glück, ich wartete auf den Doktor, aber er ließ sich Zeit. Endlich kam ein Mann im Kittel zu mir, prüfte wohl die Verbände und dann sprach er mich an. So, Herr Oberleutnant, Glück gehabt. Die Splitter haben nichts Lebenswichtiges getroffen, haben auch alle aus dem Rücken herausbekommen. Was haben wir noch? Linker Arm und rechtes Bein gebrochen. Ordentlich Beule am Kopf und zwei Platzwunden Jochbein und Augenbraue. Nichts, was wirklich bleiben würde oder was die Damenwelt abschrecken sollte. Na, da war ich ja schon mal glücklich. Hat es mich am Ende doch noch erwischt. Er sagte dann weiter, dass ich schon vier Tage hier wäre und auch, dass meine Einheit schon informiert war. Über meine Männer wusste allerdings nichts. Aber sagte er dann noch, ein Unteroffizier mit einem vernarbten Gesicht wäre hier gewesen und hätte einen Brief dagelassen. Ich denke, das war einer ihrer Männer. Auf dem Umschlag hier steht, von Rudolf für Peter. Er gab mir den Brief und ich versuchte den mit der Hand, die nicht durch den Gips beeinträchtigt war, zu entfalten. Die Schwester half mir dann und ich begann zu lesen. Lieber Peter.